Und da gehen wir jetzt mal rein. Ein Kanaldeckel. Sieht ziemlich finster aus. Ja, bitte öffnen. Mit bloßen Händen kriege ich den nicht auf. Mist! Wie war das denn? Schön, euch wiederzusehen. Ja. Normaler Handelsmann. Waffen. Jetzt ist dem gehört, er hätte hier eine Rüstung. Bla, ja. Okay, Gullideckel, was brauchte ich denn für diesen Gullideckel? Ich habe eine Spitzhacke, die hilft hier nicht. Seil, Wurfhaken, Laterne, Futter, Funde, Futter. Wie ging das denn mit dem Gullideckel nochmal? Öffnen. Mit bloßen Händen kriege ich das Ding nicht auf. Mann, stell dich nicht so an. Mist. Ich hab's vergessen. Können wir hier drin irgendwas in Erfahrung bringen? Vielleicht wegen der Waffen? Wir waren immer noch nicht im Waffenladen. Na immer, hallo, liebe Leute. Wie geht's? Wie steht's? Ja, nicht so gut. Ich war bei dem Händler, den ihr mir beschrieben habt. Er sagt, er verkauft keine Waffen. Vielleicht nicht an jeden, der daherkommt. Besondere Kunden kennen natürlich das Passwort. Passwort? Davon hattet ihr aber nichts erwähnt. Naja, ich wusste schließlich nicht, wie ernst es euch damit ist. Wenn er jetzt nur noch... Was wollt ihr denn? Ja, nichts Großartiges. Nur eine Sympathiebekundung eurerseits. Seht mal, meine Kehle ist von dem ganzen Gerede schon ganz trocken. Ein kleines Bierchen würde da Wunder wirken. Ja, in Ordnung, Fulgor. Ich hole euch euer Bier. Besorgen wir dem Typen mal was für in der Kehlerin. Nee, ich möchte was trinken. Jawohl. So. Hallo, habt ihr mein Bier mitgebracht? Na klar. Nimm einen kräftigen Schluck. Oh, danke, ihr seid so gut zu mir. Gesundheit. Das hat gut getan. Nun zum Geschäft. Ihr müsst dem Händler gegenüber das Losungswort nennen. Dann lässt er euch an seine Waffen. Und das Losungswort wäre dann... Speckschwarte. Speckschwarte. Ja, genau. Ihr braucht mich nicht so anzusehen. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Ist schon in Ordnung, Fulgor. Vielen Dank nochmal und mach's gut. Ja, auf Wiedersehen. Speckschwarte. Wer denkt sich denn sowas aus? Egal, wir gehen jetzt, gehen wir mal in den Waffenladen. Vielleicht haben wir mal hier jetzt mal endlich Erfolg. Schön, euch wiederzusehen. Ja, wir brauchen Waffen. Waffen, tut mir leid, Herr Saften, aber der Verkauf von Waffen ist vom Herzog untersagt worden. So, dem Herzog ist wohl klar, dass man mit Waffen keine Speckschwarte verdienen kann. Wenn der Herzog sich da nochmal nicht geirrt hat. Kommt da einfach um die Theke herum und klettert die Leiter herab. Mein Sohn kümmert sich dann um alles Weitere. Ja, danke, Kumpel. Hihi. Kann man hier was? Nee, kann man nichts betrachten? Gehen wir mal die Leiter runter. Oh, ein Ninja. Hallo. Ich guck mich erstmal um. Nö. Deine Waffen? Nö, kann man nichts angucken. Nö, auch nicht. Das Bett vielleicht? Nein, nein. Seid gegrüßt, guter Mann. Wir würden gerne ein paar Waffen kaufen. Da seid ihr an der richtigen Stelle. Kaufen. Ein Langschwert. Okay, brauche ich gerade nicht. Wir kaufen für Grandy hier kein Schwert. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere, wartet in dieser Kanalisation noch ein Schwert auf uns. Wenn ich mich richtig erinnere. Außerdem haben wir nur 33.000 Taler. Ist ja nicht so, als ne? Wäre das viel. Hirschfänger. Ein fast schon kleines Pferd. Ein Kriegsstab für Libra kaufen wir.
Dann brauchen wir ein Leichenschild für Dankwart. Ich hätte doch das Mithril-Schild nehmen sollen. Na gut, egal. Ich nehme das. Ich nehme mal das Mithril-Schild mit. Tuchrüstung, Ritterrüstung, Mithril-Kettenhemd. Mithril-Kettenhemd. Schade, kann ich nur 3 von kaufen. Leichter Helm. Achso, warte, bevor ich wieder was Falsches kaufe. Kaufe ich einen Eisenhelm. 2 leichte Helme. Ah, Brecheisen, genau damit ging das. Damit kann man in die Kanalisation. Weihwasser. Ja, gut, brauche ich jetzt nicht so. Verkaufen. Ich muss mal... Ach, hier. Die müssen wir auch noch anwenden. Ja. Gut. Ihr habt einen guten Kauf gemacht. Danke. Wir nehmen mal hier erstmal... Ja, ich wende einige der Dinger hier jetzt schon an. Der magische Apfel steigert die Lebenspunkte um 5. Und zwar haben wir 16, 4 müssen übrig bleiben. Das heißt, wir nehmen 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Magische Birni steigert die Astralenergie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Banane! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die Bagishi Ananas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Anna trocken wäre auch in Ordnung. Die Walnuss. Vorzugsweise gehen auch Elefanten. Füße. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Egal. Und die Kokosnuss. 1, 2, 3, 4. 4. So, das haben wir. Jetzt rüsten wir uns mal ein bisschen wieder aus. Grandy habe ich besorgt. Ein Mithril-Kettenhemd. Einen Eisenhelm. Ach, ich hätte den leichten... Ja gut, okay, ich habe einen leichten Helm zu viel gekauft. Für dich haben wir einen Kriegsstab. Ach, wie cool. Direkt auf 111. Das ist ja nicht schlecht. Wenn ich jetzt... Ach so, ein Schild hier ausrüsten wäre natürlich auch blöde. Mithril Kettenhemd. Leichter Helm, ja. Ist da nicht so viel, aber immerhin 6 Punkte. Dankwart, alter Freund. Wir haben ein Schild und... Wir nehmen mal das Mithril-Schild. Okay, keine Rüstung. Leichter Helm. Okay, den Rest kann ich wieder verkaufen. Seid gegrüßt, ja. Da seid ihr hier an der richtigen Stelle. Verkaufen. Ein Bronzeschild. Brauchen wir nicht mehr. Leichtes Schild brauchen wir auch nicht mehr. Tuchrüstung brauchen wir sowieso nicht. Plattenpanzer brauche ich auch nicht. Holzhelm kann auch weg. Lederhelm. Oh, was habe ich denn für einen Plunder hier dran? Noch ein leichter Helm. Brecheisen, die brauche ich noch. Kampfstab, der kann auch weg. So, können wir noch was kaufen? Brauche ich noch was? Ja, nein. Mir fehlen noch 4000. Und ja, gut. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal zum Schildkrötenrennen zu laufen, weil das doch sehr lange gedauert hat. Wir gehen mal in die Kanalisation. Jawohl. Nach unten steigen. Hier stinkt's. Wer bist du denn? Geh weg von mir. Du hast hässliche blaue Haare. Alter! Geh weg! Ich will dich nicht. Na. Wiedergänger! Na, Alfred, du siehst aus wie ein Alfred. Attacke, was hilft denn gegen Wiedergänger? Weiß ich gar nicht. Wir machen mal. Ja, was machen wir denn mal? Ach komm, eine Attacke immer drauf. Libra, weiß ich nicht.
Gegen Vampire, Feuer. Ach, Vampire sei schon. Zombies. Ja, machen wir Feuer drauf. Dankwart hier, Stoßgebet. Ab geht er. 48 LP. 52. Aua. Dankwart haut gut rein hier. Okay, Feuer hat nicht ganz so viel geholfen. Wie sieht's denn mit Eis aus? Ja, das ist ja noch weniger. Ah, dafür teilt Dankwart ganz schön gut aus. Grandy, Attacke, Libra, Blitz vielleicht? Mit Dankwart muss ich jetzt erstmal heilen. 64, ja, der Blitz war besser. 500 Taler, schön. Dankwart muss uns jetzt erstmal alle heilen hier. Bling! Und jetzt noch eine Genesung da drauf. Zack. Hey, der greift uns gar nicht an. Wer bist denn du? Wer stört mein Leid? Was bist denn du für einer? Ich bin der König der Toten. Ich wache hier über die Verstorbenen. Oh, dieser Text kommt mir bekannt vor. Freu dich doch, dass du König bist und lass die Jammerei sein. Echt mal. Ja, aber ich bin so allein. Oh, diese ewige Einsamkeit. Dieses Leid. Oh. Ach, da klingeln einem ja die Ohren. Wir gehen dann wieder. Kann ich dir irgendwie helfen? Oh ja, bitte. Dann hört das Gejammer hoffentlich auf. Was können wir tun, damit du mit der Brüllerei aufhörst? Ach so, der brüllt! Ach so. Ja, ich brüll jetzt hier aber nicht rum. Ach hier, übrigens, ne? Links am Rand. Ist euch da was aufgefallen? Ne, rechts am Rand. Ein kleiner Clipping-Fehler. Na gut. Ich suche eine Gefährtin. Sucht mir eine Gefährtin. Bitte. Wieso? Bist du zu doof? Du bist König. Du kannst ja einfach eine nehmen. Na, ich kenne ehrlich gesagt keine Frau, die sonderlich scharf darauf wäre, mit so einem angeschimmelten Typen wie dir abzuhängen. Ach, was ein schöner Text. Ah, dann holt mir eine Frau, die selbst genauso schimmelig ist wie ich. Bitte, tut es für den armen Alten. Oh. Ah, der heißt also O. Oh. Ich kann's ja mal versuchen. Aber diese Schimmelfritzen versuchen normalerweise Hackfleisch aus mir zu machen, anstatt zu reden. Bietet meiner zukünftigen Braut diese Krone da. Sie wird meinen Ruf verstehen und euch folgen. Kehrt dann hierher zurück. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich machen kann. Ja, toll. Jetzt dürfen wir dem alten Gammelaffen da... Hey, ist nicht witzig. Jetzt dürfen wir dem auch noch so eine Braut holen. Hallo, Mutti. Na, komm. Nein. Ups. Tretet mir bitte nicht zu nah, Fräulein. Ich bin allergisch gegen faules Fleisch. Kommt immer der Krone nach. Put, 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 put. Komm, put, 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 put. Hallo, hier drüben. Hallo. Na? Oh, hier ist auch noch zwei. Put. Oh, es sieht auf. Oh, scheiße. Entschuldigung. Heulendes Elend greift an. Na toll. Also, was hilft denn gegen ein heulendes Elend? Vielleicht Feuer oder sowas? Dankwart mit seinem Stoßgebet auf jeden Fall. Magische Barriere, na klasse. 57 LP.
40. Nein. Schockpfosten. Kann ich diese Barriere nicht irgendwie umgehen? Ah, oh, ist ja blöd. Libra reicht aus. Schön. Oh, das Schockpfosten hilft ja überhaupt nichts. 33. Ja, 55, ja, immerhin etwas. Ich probiere immer erst alle drei durch. Blitz. Und Stoßgebet, immer drauf. Heulendes Ehl spielt mit seinen nicht vorhandenen Muskeln. Was will denn da für Muskeln spielen? Naja. Ja, ich glaube, Feuerball war am effektivsten. Und Stoßgebet drauf. Alter. 85 verloren. Krass. Ist ja zum Heulen. Feuerball. Wenn der weiter so macht, dann ist aber hier Ende Gelände. Na gut. 1758 Taler gefunden. Grandy Stufe 19 erreicht.